Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute Arthurs Filterkammer. Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Arthur war schon öfter bei uns in der Quarantäne, aber er kam zusammen mit seinen zwei Kumpels, die das Hobby Koi mit ihm teilen, am letzten Teichberatungstag. Und Sie glauben es nicht, die saßen da mit vier DIN A4 Blätter. Ich habe gedacht, oh Gott, eigentlich habe ich abends um 8 noch einen Termin, jetzt ist mittags um 2 bis 8 kriegen wir das nie abgearbeitet. Und tatsächlich, wir haben das dann nochmal auf den zweiten Termin umgelegt. Aber ich finde es geil, ich finde es toll, dass die Jungs so interessiert sind an dem ganzen Thema. Und ich habe das alles von Bildern schon gesehen. Und nachdem ich es jetzt live sehe, bestärkt es mich einmal mehr in der Überzeugung, man kann keine Beratung über Bilder und über ein paar Zeichnungen machen, sondern man muss so ein Problem wirklich live vor Ort sehen. Und wenn man es dann sieht, stellt sich es plötzlich nochmal ganz anders dar. Hi! Und so, wie hat Arthur die ganze Geschichte aufgebaut? Als erstes mal grundsätzlich, er hat die sogenannten IBC-Behälter genommen. In den ersten IBC-Behälter hat er einen Trommelfilter eingebaut, da kommen wir gleich dazu. Im zweiten sind Japan-Matten, im dritten ist statisches Helix und im vierten sind Aquarock und Ziborax. So, an und für sich ein guter Aufbau. Der Teich hat 40.000 Liter, die Pumpenleistung, die er hier hat, er hat eine 20.000er Pumpe und er hat eine 50.000er Pumpe. So, fangen wir gerade mal bei der Durchströmung an. Vielleicht erinnern Sie sich an die Blogs, wo wir immer wieder gesagt haben, man braucht pro 10.000 Liter Wasserumwälzung, braucht man mindestens einen Bodenablauf, respektive das Kimmer, weil man sonst die Problematik hat, dass der Niveauunterschied zwischen Teich und Filter und wahrscheinlich nachher auch unter den Filterkammern an sich zu groß wird. Je mehr Wasser ich per Schwerkraft durch ein Rohr fließen lassen möchte, und man nimmt ja gerade Teich, Verbindungsrohre, Teichfilter, nimmt man ja die DN100er Rohre, egal welches Fabrikat, welches Modell und aus welchem Werkstoff es hergestellt ist. Und je mehr Rohre ich habe, desto geringer ist der Niveauunterschied, den das Wasser braucht, um eine entsprechend gewünschte, ein entsprechend gewünschtes Wasservolumen zum Fließen zu bekommen. Das war jetzt ein Punkt, wo Arthur nicht ganz so exakt war in der Planung. Er hat drei Rohre. Und wenn sich gerade die Filter, die Pumpenleistung angehört haben, wir haben eine 50 und eine 20.000er Pumpe. Und jetzt sage ich mal, wenn wir davon zwei Drittel bekommen, dann sind wir irgendwo bei 45.000, 50.000 Liter, was die Pumpen, sie haben einen sehr kurzen Weg, versuchen werden, von der letzten Filterkammer zurück zum Teich zu drücken. Jetzt gibt es ein Problem. Jetzt haben wir nur drei Zuleitungen. Das heißt, allein die Zuleitungen sind so knapp bemessen, dass der Niveauunterschied nicht wie gewünscht irgendwo 3 bis 5 cm ist, sondern dass da schon mal das Wasser ziemlich stark abfällt. Aber, und das ist das Problem, weil diese einzelnen IBC-Behälter sind ja auch untereinander immer wieder nur mit 300er Rohren verbunden. Das heißt, auch hier haben wir weitere sogenannte Nadelöhre, wo das Wasser einfach so extrem schnell durch die Rohrleitung muss, dass der Reibungswiderstand in der Rohrleitung so hoch wird, dass zwischen den Behältern der Widerstand immer größer wird. Ich habe jetzt gerade vorher mal geguckt und habe gedacht, naja, so schlimm ist es doch gar nicht. Wir haben gesehen, wenn das die erste Kammer, die Trommelfilterkammer ist, und wir hier die letzte Filterkammer, von der gepumpt wird, haben wir im Augenblick 10 cm Wasserunterschied. Denke ich, naja, für das, dass da vier Behälter verbunden sind, ist das ja ganz gut. Dann sagt Arthur, ja, aber halt, wir haben gerade die 20.000er Pumpe am Laufen. Die 50.000er läuft gar nicht. Und wenn die 50.000er ins Spiel kommt, dann saugt es die letzte Filterkammer leer. Und das ist immer genau das, wovor ich schon häufig gewarnt habe. Egal, wie Sie Ihren Teich bauen, wenn Sie ihn umbauen, wenn Sie ihn neu bauen, gucken Sie einfach, dass Sie genügend Rohrleitung haben. Pro 10.000 Liter, die nachher tatsächlich fließen sollen, brauchen Sie, und da beißt die Maus keinen Faden ab, ein DN100er Rohr. Also in dem Fall würde man 5 Rohre brauchen, 3 haben wir, das sind quasi ein Drittel, mehr sogar als ein Drittel zu wenig, und somit wird es immer ein Problem bleiben, zumindest dann, wenn ich eine hohe Wasserumwälzung haben möchte. Ich zeige Ihnen hier nachher ein Rohr, da hat mich gerade Arthur auch darauf aufmerksam gemacht, und dieses eine Rohr, sagt er, der ihm die Folie reingeschweißt hat, der hat vielleicht nicht ganz so viel Ahnung gehabt, der hat ihm da eine Fehlberatung gegeben. Und dieses Rohr ist eine direkte Verbindung von diesem Trommelfilter, von der ersten IBC-Kammer zur vierten Kammer. Weil der Teichfolienschweißer hat ihm gesagt, wenn das Wasser zu schnell durch die Biologie fließt, dann wäscht es die Bakterien aus. Wissen Sie, dass ich ein ganz einfaches Argument habe, was diese Theorie, diese Arbeitstheorie widerlegt? Wie soll sich dann jemals in einem Rieselfilter Biologie bilden? Kann mir das jemand erklären? Weil im Rieselfilter habe ich die maximal mögliche Geschwindigkeit
was Schwerkraftbetrieb angeht, weil da fällt ja das Wasser quasi runter. Ja? Und im Etagenrieselfilter ist es noch brutaler, da kommt ja das Wasser erstmal in freien Fall und klatscht dann wieder aus Filtermaterial. Also das kann man völlig vergessen. Die Biologie lebt davon, dass das Wasser möglichst schnell durchrauscht, dass das Wasser einen möglichst hohen Volumenstrom hat. Natürlich, auch das wird wieder einen größeren Unterschied zwischen dem Wasserniveau, zwischen den einzelnen Filterbehältern bewirken. Aber das schnell durchströmende Wasser wird dafür sorgen, dass es im Biofiltermaterial selber keine Kanalbildung gibt und dass im Biofilter selber quasi die möglich zu besiedelnde Oberfläche möglichst gleichmäßig genutzt wird. Was Arthur hier sehr gut gemacht hat in den Filterbehältern, er hat sie stark belüftet. Und dieses starke Belüften sorgt auch dafür, hier kommt das Wasser von oben nach unten, von unten nach oben, muss es durch die Filterkammer, gleichzeitig steigt die Luft auf. Also man kann entweder das System fahren, dass das Wasser von oben und die Luft von unten kommt, dann gibt es quasi eine Gegenverwirbelung, oder man geht her und sagt, das Wasser muss von unten nach oben plus die Luft kommt von unten nach oben. Was ist der Effekt? Und jetzt können Sie mal googeln, das ist der Guinness-Effekt. Dann haben Sie den Effekt, dass quasi mehr Wasser im Filterbehälter aufsteigt, als am Ende der Filterkammer tatsächlich dann in die nächste Kammer weiterfließt, weil die Wassermenge wird ja durch die Pumpen bestimmt. Das heißt, ein Teil, das Wasser, das von der Pumpe, von der Luft zusätzlich mit hochgerissen wird, muss dann wieder nach unten und somit hat man auch einen Verwirbelungseffekt. Und jetzt gehen Sie nach dem Video mal auf YouTube, da sind Sie ja gerade, geben Sie mal ein Guinness Schaumblasen nach unten. Und da ist nämlich genau der Effekt. Guinness ist ein Bier, das ist so zähfließend, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber ja, wahrscheinlich, es ist so zähfließend, dass, wenn die Luftblasen, die Kohlensäure in der Mitte des Guinness aufsteigt, dann reißt es natürlich auch leckeres Bier mit hoch und dieses Bier, was oben, was in der Mitte mit hochgerissen wird, weil das kann ja oben nicht raus, muss ja seitlich dann wieder nach unten. Das passiert übrigens in jedem Bier. Nur ist Guinness so zähfließend, dass es die kleinen Kohlensäurebläschen dann seitlich mit nach unten zieht. Ja, und dieser Effekt passiert in Filterkammern ganz genauso, wenn Sie das Wasser plus die Luft von unten nach oben durch die Filterkammer lassen. Als Arthur, das kann ich Ihnen jetzt nicht mehr zeigen, am Teichberatungstag da war, hat er mir Bilder gezeigt und da war, wir haben schon mal so einen eigengebauten Filter gezeigt, da war das Problem auch, dass quasi das Wasser überhaupt nicht gezwungen wurde, durchs Filtermaterial zu müssen, sondern dass es an der einen Seite hochging, quasi über die Japanmatten drüber und auf der anderen Seite raus. Das ist natürlich auch kontraproduktiv und führt zu nichts, aber er hat es hier bei den Japan-Matten zumindest schon geändert. Hier hat er statisches Helix, hat es auch belüftet, an einer Stelle bewegt sich es noch ein bisschen. Dass es sich noch bewegt, heißt für mich, da ist zu wenig drin, vollstopfen, so viel es geht, dass auch hier ein Sedimentationseffekt des Schmutzes stattfindet, der vom Trommelfilter nicht zurückgehalten wurde. Also auch da eine kleine Empfehlung dahingehend, aber die Belüftung ist schon mal gut. Und in der letzten Filterkammer, wo er sein Aquarock plus sein Siborax untergebracht hat, da ist es nach wie vor so, da bin ich ganz glücklich. Das kann ich Ihnen nachher zeigen. Da sehen Sie, wie unten aus der dritten Kammer die Rohrleitung in die vierte Kammer reinkommen. Dann liegen hier überall die Säcke und dann macht das Wasser schwupp, springt einmal über die Säcke drüber, geht hinter zu der Pumpe und wird praktisch rausgefiltert. Da kann man, wenn man sich manchmal nicht sicher ist, wie die Fließrichtung durchs Filtermaterial tatsächlich ist, dann kann man ein bisschen Milch nehmen, natürlich am besten dann, wenn noch keine Fische im Teich sind, weil es sind ja Fische und keine Kühe, dann kann man ein bisschen Milch reinlernen und dann sieht man relativ schnell, welchen Weg sich das Wasser sucht. Also das ist immer ganz hilfreich, habe ich früher bei vielen Anlagen, die ich, bevor ich sie in Betrieb genommen habe, auch so gemacht. Aber das hat er uns noch als Fehler überlassen, sodass wir Ihnen das auch bildhaft zeigen können. Ansonsten, man sieht, man kann aus IBC-Behältern, ich verwechsel das immer, ich denke immer IWC, aber das sind, glaube ich, die Uhren, mit IBC-Behältern kann man einen wunderbaren Filter bauen, die haben, glaube ich, immer ein Kubik insgesamt, die muss man sich dann ein bisschen customizen, wie man auf Neudeutsch sagt, irgendwie auf seine Verhältnisse zuschnitzen, man hat ja diese Tankdurchführung, die sehen Sie gleich, aber ganz ehrlich, ob Sie jetzt einen teuren, gekauften Filter haben oder so selber gebastelt, dem Wasser ist es egal, oder wie mein ehemaliger Tierarzt Thomas Mack immer sagte, Kamera, du kannst auch über Rolex-Uhren filtern, wenn du genügend nimmst. Also man kann die Dinge, zumindest wenn sie für Wasser geeignet sind, kann man zweckentfremden und die tun ganz genauso ihren Dienst. Den Trommelfilter, den hat er gekauft, das Fabrikat habe ich jetzt vergessen, aber ist vielleicht auch besser, das nicht zu sagen, weil der war am Anfang gut, hat aber dann relativ schnell, was Abdichtungen so anging, Verschleiß gezeigt. Aber Arthur als Nachwuchshandwerker hat dann irgendwie selber Hand angelegt und hat sich jetzt so zugeschnitzt,
wie er ihn brauchen kann. Also auch das wird funktionieren. Wie lang, weiß ich nicht. Es sieht für mich so aus, als ob er da wahrscheinlich, als ob das das erste Bauteil sein wird, wo er dann irgendwann mal nachbessern muss. Aber das wird er dann sehen. So, jetzt nehme ich die Kamera auf die Hand. Und dann wird dieses viel Theorie nochmal in der Praxis gezeigt. Hier haben wir den Trommelfilter, hier vielleicht auch für alle, die sich einen Trommelfilter selber bauen. Das Erste, was ich gesagt habe, wir haben hier, ich kann mal spülen kurz, ich habe vorher gelernt, wie das geht. So, hier kommt also das Schmutzwasser. Die Rinne ist schon mal recht gut, da kommt man schön bei. Allerdings wird hier gleich auf ein 40er Rohr verjüngt. Ich habe gesagt, wenn ein großes Blatt kommt, dann wird es verstopfen und das wird nicht funktionieren. Aber Arthur hat dann gleich gesagt, er hat keinen Baum hier in der Nähe, also wird das auch nicht passieren. Hier im Inneren der Trommel, ich bin da kein Freund davon, hat er seine UV-Lampe drin. Hat allerdings einen Vorteil, aber ich bitte Sie, das trotzdem nicht zu machen, weil es einfach zu gefährlich ist. Man hat dann nicht diesen Bakterienbeschlag, der häufig auch das Sieb zusetzt. Das ist der Vorteil, aber ich würde die immer in die letzte Filterkammer oder nach der letzten Filterkammer viel mehr einbauen. Also hier unten haben wir die drei Zugänge vom Teich. Hier einen hochprofessionellen Schwimmerschaudelter, eine Kombination aus Styropor mit Styrodur, mit ganz vielen Schrauben, aber es ist zweckdienlich. Jetzt lachen Sie gerade da draußen. So, das ist dieses Rohr, was kein Mensch braucht. Das ist praktisch eine Verbindung direkt vom Trommelfilter rüber in die letzte Filterkammer, weil man hier einfach wollte, dass nicht zu viel durch den Filter selber fließt. Arthur hat hier unten nochmal, das ist auch eine sehr gute Sache, da sind die Bodenablaufleitungen drauf angeschlossen, direkter Abgang in die Kanalisation, dass er die spülen kann. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Hier eine Luftpumpe, er hat auch mehrere Luftpumpen im Einsatz. Er hat hier 1, 2, 3 Luftpumpen, also die Fische brauchen hier wahrscheinlich weniger Angst haben zu ersticken. Ja, hier geht es zurück in den Teich, auch so ungesicherte Rohre, warne ich immer wieder davor, die fatzen irgendwann mal. Und Sie glauben gar nicht, wenn Sie die Rohrleitung jetzt schließen auf einen Schlag, bei der 50.000er Pumpe, die gerade nicht läuft, und Sie schließen die auf einen Schlag, da kann die Druckwelle, der Druckstoß schon alleine reichen, dass das Ding auseinanderfliegt, aber gesichert ist das dann auch schnell wieder. Wobei hier unten hat er auch schon Holz drunter gebaut und die Schieber drauf angeschraubt. Also mit anderen Worten, die Schieber auf dem Holz werden stehen bleiben, die Rohrleitung fliegt trotzdem auseinander. So, ja, an dem Filter hat er nachgebessert. Hier haben wir eine sehr gut aufgebaute Kammer mit japanischen Filtermatten. Einzig würde ich hier nochmal in die relativ breiten Abstände, würde ich nochmal so einen schmalen reinmachen, also so breit müssen die Abstände nicht sein. Dann hat man nochmal ein bisschen mehr Druck auf der Filtermatte selber, was dann auch wieder zur Folge hat, dass es besser angeströmt wird. Hier geht es dann in die nächste Filterkammer. Die Rohrleitungen sind auch sehr schön tief eingebaut, aber wie gesagt, es läuft gerade nur die 20.000er Pumpe. Und ich glaube, wenn er wirklich mehr Durchfluss haben möchte, muss er hier hinten als erstes mal neue Boden, halt auf der Seite neue Bodenablaufleitung. Hier haben wir die statische Helixkammer. Hier bewegt sich das Material noch, das muss sich nicht bewegen. Aber von der Belüftung her, Sie sehen es, ist es gut. Und dann sind wir hier jetzt in der Kammer mit dem Aquarock und mit dem Siborax. Hier unten kommen wir rein und Sie sehen schon, das Wasser prallt dann hier an den Säcken ab, geht entweder durch die großen Hohlräume zwischen den Säcken oder kommt gleich hier hoch und hier hinten zu den Pumpen und dann wieder zurück in den Teich. Also das ist ein ganz normaler Aufbau von der Filterkammer. Es ist auch gut gemacht. Das mit den IBC-Behältern gefällt mir sehr gut. Aber wie gesagt, der Durchfluss, das ist ein Problem. Und wenn man nicht tatsächlich hier noch eine vierte Bodenablaufleitung irgendwie hier reinschafft, oder eine fünfte am besten gleich noch, es würde auch einen Mittelflächenabzug tun, dann wird es mit Sicherheit langfristig hier nicht viel zu verbessern geben. Weil auch da muss man sagen, eine Problematik ist immer, man kann jetzt hier Biofiltermaterial reinhauen ohne Ende. Ich würde auch sagen, vom Biofiltervolumen, wenn das alles gefüllt ist, haben wir ca. 30%, 8% vom Anlagenvolumen. Das ist auch okay, aber das haben schon viele feststellen müssen, es reicht nicht, wenn man alleine immer nur das Biofiltervolumen erhöht. Man muss auch die Wasseraustauschrate zwischen Teich und Filter erhöhen.
Und das ist in der Anlage hier der limitierende Faktor, weshalb es hier dann erstmal wichtig wäre, eine vierte Rohrleitung. Auch sehr schön gemacht, den Strom. Das meine ich jetzt im Ernst, auch wenn es ein bisschen abenteuerlich aussieht. Aber er ist so aufgehängt, dass er auf jeden Fall immer, egal was hier passiert, was hier geflutet wird, er ist immer oberhalb von der Wasseroberfläche. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Schön ist auch, dass das Ganze eingehaust ist. Och, das sind ja modern Koi-Poster. Auch schön, dass es eingehaust ist. Man kann hier schön laufen, man kann hier schön arbeiten. Also das ist alles wirklich sehr sinnig. So, wir bedanken uns bei Arthur, dass er uns hat tief blicken lassen. Ich denke, der ein oder andere wird jetzt vielleicht auch einen Fehler gesehen haben, den er selbst auch an seinem Teich produziert hat, fabriziert. Und vielleicht haben wir ihn ja die ein oder andere Möglichkeit aufgezeigt, an was man schrauben sollte, um das Gesamtergebnis nachher besser zu gestalten. Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank für Ihr Interesse. Liken Sie uns mal wieder und bis zum nächsten Blog.